Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter. Richtig. Und ich habe gerade ein Up. Ich wollte gerade sagen Upgrade. Ich persönlich habe ein Upgrade gekriegt. Du persönlich hast ein Upgrade bekommen, das ist ja super. Ich habe auch hier Kräfte, kann ich mir auch irgendwie ausbinseln. Ich habe einen Punkt, den ich vergeben könnte. Und den tue ich auch. Und da ich meinen Pfeilregen total scheiße finde, würde ich den gerne irgendwo anders reinpacken. Und am besten in den Dornenwächter. Und du? Ja, ich überlege ja immer noch, ob ich muss jetzt wieder Punkte in was stecken, was ich eigentlich alles gar nicht haben will. Das ist ja immer so, dass... Ja, das kann ich jetzt auch nicht abnehmen, das Problem. Das ist halt so. Wobei ich probiere jetzt einfach mal, was ist denn mit dem Fluch? Ich belege jemanden mit einem Fluch. Der macht 10% weniger Schaden und kassiert dafür 10% mehr. Oder ich erleide 5% weniger Schaden durch Gegner im Umkreis von 30 Metern. Also ein oder mehrere ist wieder die Frage. Ich kann dir nicht helfen. Ich werte die mal auf. So. Ist er auch aktiv? Aktiv? Du musst ihn auch halt zuweisen, das passiert ja nicht. Will ich ja nicht. Ich muss den Punkt so vorgeben. Ah, okay, ja, dann ist das halt so. Okay, dann können wir ja loslaufen. Wir müssen nämlich zurück zur Protector's Enclave. Zur Protector's Enclave. Da kriegen wir nämlich einen Gefährten. Wir haben ja schon ganz Rudel bei uns. Und wir können dann da eine Mission weitermachen. Also reiten einen weiteren wir Gefährten meinst du? Also eigentlich kriegt man ja den ersten da. Da weil den ersten, genau. Wir haben ja vorher schon welche schon gehabt. Eine ganze Ladung voll, ja. Richtig. Heute die Polter. Das ist ein bisschen eine lange Reise. Ein bisschen rumreisen hier, ne? Also, aber jetzt zum Levelende hier laufen. Ja, komm, das gehört zum Roleplay aber dazu, dass man sich auch durch die Gegend irgendwie bewegt, oder? Wenn du nur von Punkt A zu Punkt B selbst ist ja auch irgendwie. Nein! Mehr. Auch ganz ohne Kritik übrigens gerade gesagt. Das ist halt so, das weiß ich auch. Level, wie jetzt diese hier, ist ja noch recht entspannt, aber wenn der Level einmal so voll gemüllt ist mit Gegnern, wenn du von A nach B willst, dann immer durch Horden von Gegnern metzeln willst. Ja, aber das gehört halt dazu, damit du auf dem Weg wie immer wieder. Wie unrealistisch ist denn das? 2000 Leute, die Linie metzeln, nur weil ich zum Bäcker möchte oder was? Naja, da ist halt eine Gang, ja, in unserer heutigen Zeit wäre da eine Gang. Und du machst vielleicht drei Mitglieder der Gang platt, aber damit ist die Gang ja noch nicht weg. Da hol ich mal meinen Bruder oder was? Ja. Hallo? So ein Quatsch, was kommt da raus? Kommt da ein Bürgerkrieg oder was? So ein Humbug. So. Wo gehen wir jetzt erst hin? Zum also Gefährten. Also Abwasser habe ich jetzt. Sonst müssen wir den Gefährten extra auswählen. Ja, der Gefährten ist nicht ausgewählt. Der ist aber nicht ausgewählt. Kommst zu mir. Da reiche ich schon. Siehst du mich? Gehen wir jetzt in dieses Haus müssen wir. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Genau. Weil, dass du dich hier auskennst, ist erschreckend. Ich bin, ich kann nicht interagieren, weil da so ein dicker Mops im Weg steht. Ja, dito. Jetzt renne ich einmal weg. Verfranse mich in der Grafik und geh nochmal zur Tür. So, jetzt hab ich's. Wer brüllt denn hier so? Sag mal. Warte. Sie werden nicht vorbereitet. Mit der Tante hier oder was? Die hat einen Schwanz, guck mal. Da ich die Mission nicht auswählen kann, weiß ich nicht, mit wem wir reden dürfen. Ich darf die Mission ja nicht auswählen, hast du gesagt. Ich will jetzt die Mission aus, ich will das wissen. Die Tante da, die hat so ein Dings über den Kopf. Hallo. Das kann man übrigens viel einfacher machen, wusstest du das? Ich kann den Questpart nicht mal anzeigen lassen. Immer anzeigen. Jetzt nochmal machen. Was nochmal machen? Ja. Ich find's wahnsinnig. Die Tante hat so Dinge über den Kopf. Die auch? Nein, die hat eine Hand. Ja. Das alles sind Dinge. Ach so. Boink. Das ist nicht der Gefährte. Nein, nochmal. Aber das ist der Shop, da kann man einen kaufen. Du bist so dumm. Der ist so dumm. Immer mal zur Hand mit der Hand. Auch nur ein Shop. Guck. So, jetzt reicht's hier weiter. Irgendwo hinten hier, oder? Ah, wir sind vielleicht im total falschen Haus. Nein, das ist richtig. Da ist er ja schon. Hallo. Bal-A Ashok, da ist er. Oh. Sag ich doch, nee, wir müssen mal hin. Wenn ihr einen Gefährten benötigt oder irgendwelche Fragen zu Gefährten habt, dann seid ihr bei mir genau richtig, mein Freund. Wie kann ich euch helfen? Gib mir einen Gefährten.
Jetzt redet er nicht mehr. Okay. Okay, Gefährten kämpfen mit euch, heilen euch und stehen euch in all euren Abenteuern bei. Wissen wir schon, haben sie alles schon gemacht. Richtig. Jetzt gibt's noch Boni. Die haben nicht auch Attribute, die sie auf uns übertragen können und so, wissen wir auch schon. Bing! Ich bin bereit, einen neuen Gefährten auszuwählen. Nein, noch ich will ich nicht. Doch. Okay, na gut, ich bin's. Der Waffner, der Heilerlehrling, der abtrünnige Magier oder der Hund. Ich hab schon einen Hund. Stimmt, du den, hast schon. Den Waffner habe ich übrigens auch schon. Den Magier habe ich... Der Illusionist ist das, glaube ich, ne? Also ich wollte immer noch den Heiler haben, weil der Heiler hier neben mir ist nicht immer so heilisch drauf, wie er eigentlich heilen möchte. Deswegen weil du alle Lootkisten klaust. Mein Quark! Du nimmst auch einen Heiler, oder was? Ja, ich nehme ihn auch mal. Na gut. Ich will den Heiler-Lehrling. Wo ist er? Er ist so in meiner Tasche drin. Er wurde zur Sammlung Kleriker und Heiler von Neverwinter hinzugefügt. Ist das nicht geil? So, und um ihn zu sehen, muss ich in mein Inventory gehen. Da ist ein Briefumschlag. Im Briefumschlag ist Sekte Heiler drin. Da. Ganz logisch. Ping. Binden. Bind. Jetzt können wir noch einen Namen vergeben für den Nacken. Das müssen wir sogar. Müssen wir sogar. Kann man nie wieder ändern. Nur gegen Geld. Du wirst kaum glauben, wie er heißt. Wie heißt er denn? Mekail. Ah, wie geil. Eine neue Bestellung, Schreckhahn-Eier. So, und der ist natürlich bei mir unter Passiv gekommen, weil ich habe natürlich ganz viel Gefährten schon an dem Start hier. Also bei mir heißt er Heile-Heile-Gans. 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 Ich finde das ja super. Also ich habe ja schon drei Gefährten, kann man hier irgendwo sehen, und da ist es da. Ich habe diesen McBoing, das ist ja so ein Assassine ist das. Upsa. Und ein McClop. Das ist der Assassine, stimmt. Der McClop, der McBoing ist mein, das ist so ein Waldschläufer-Typ. Und das ist der Assassine und das ist hier der Wauwau, ein Flimmerhund. Übrigens. Der sieht ja böse aus. Der Flimmerhund? Ja. Der Flimmerhund, der gibt mir hier Kampfvorteil 2%. Ich habe ja immer Kampfvorteil durch meine, weil ich irgendwie Bogenschütze bin. Und deswegen ist der Flimmerhund natürlich ganz praktisch. Jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass ich Level 30 werde. Dann kann ich nämlich dann auch den Heiler dazu nehmen. Wow. Ja. Aber es rennt ja sowieso immer nur einer mit. Also, was soll's. Der wird gegeben auch passive Fähigkeiten. Ach was. Ja. So. Und du? Gefährten rufen. Ach, die müssen noch rufen? Ach, nö. Oh, also, die wollen es ja richtig wissen jetzt, ne? Also, wie das so... rufen wir mal einen Gefährten, einmal. Wir gehen das nochmal hier. Einmal Gefährten umbenennen, die Quatsch passiv zuteilen. Und jetzt. Ich habe keine freien Plätze für Gefährten. Ja, jetzt musst du einen wegnehmen und dann wieder einen dazu spielen. Ach, gehen. Mann. So, rufen. Hallo, mein Spiel ist eingefroren. Warum? Wahrscheinlich, weil es geht. Nee, weil ich irgendwie es nicht kann. So. Wähle einen interaktiven. Ich muss hier auf die Hand gehen. Und jetzt wähle ich mal wieder meinen Wauwau zurück. Jetzt habe ich den Schwachmaden hier gerufen. Das Kind. Ah, man muss tatsächlich den wählen, den man auch gekauft hat. Scheiße. Schatz. Also, wieder ab in die Pampa. Jetzt gehe ich auf die Hand. Auf den Briefumschlag, genau. So, es geht. Lalala. Nee, geht immer noch nicht. Ich kann die Mission nicht zu Ende bringen. Warum nicht? Was muss ich hier tun? Das ist jetzt Gefährten rufen. Hab ich doch gemacht. Anscheinend nicht. Wo ist er denn? Ach, ich musste richtig rufen. Ach, Scheibensalat. Also, hier drauf rufen. Gehen und rufen. Das war's auch. Und jetzt darf er auch gleich wieder in die Kiste gehen. Und tschüss. Und jetzt gehe ich wieder auf meinen Flimmerhund. Da ist er. McWauwau. Nee, hat man was. McWauwau. Flimmerhund, genau. Und der ist aber gerade in der Ausbildung, glaube ich, oder? Ja, den hier. So. Hossa. Jetzt sind wir jetzt durch hier. Endlich mal. Jetzt können wir nochmal mit Händler des Handelszentrums sprechen, habe ich hier übrigens. Pflege und Fütterung heißt die Mission. Wie trainiert man wohl? Nein, ich habe den falschen genommen. Ich hab zu viele. Du hast zu viele, ne? Ich hab zu viele. Du kannst sie auch verschenken oder entsorgen. Kannst du sie Nein, auch? Ich habe Ilona gerufen. Ich wollte doch gar nicht. Wer ist denn Ilona? Ist das eine Friseurin oder was? Der Gescherte, die Friseuse oder was? Das ist mein Magier, der heißt Ilona. Was? Ich kommentiere das mal nicht. Gut.
Da sind wir uns ja einig. Ja. Ich lade mich mal kurz in die Protectors Enclave rein. Ich warte auf dir. Immer noch. Warum? Ja, weil wir hier durch sind. Hallo? Jetzt müssen wir mit dem Händler reden, oder was? Genau, der Händler, der die Fütterung hat. Ach so, ich müsste... Halt, bevor ich das mache... Was denn? Muss ich erst noch wieder Smoothie rufen, damit ich nicht alleine bin. Weil du verlässt mich ja andauernd, wie man ja, sieht. Ja. Ich hole mir auch währenddessen einen Schlüssel ab, der liegt irgendwo hier hinten rum. Gegen Geld? Nee, ein Schlüssel pro Tag. For free. Also ein Schlüssel? Nee, halt, die Mission kriegen wir noch gar nicht, das kommt erst noch. Okay. Der Händler, der Pferdehändler, oder? Der war doch hier irgendwo hinten. Nee, doch nicht? Hä? Die Mission ist ausgewählt, es müsste ein Pfad geben. Es müsste ein Pfad geben, dann reite ich einfach mal dahin, okay. Ich muss wieder zurückrennen, heißt er. Nein, ich muss mit jemand anderem in diesen scheiß Haus da nochmal reden, also wieder in das Haus rein, ich fass es nicht. Was kommt davon, wenn man sich einfach so durch die Mission beamt? Ja, beamen ist... Ja, gut, hast recht. Jetzt vielleicht mit den Typen hier reden, oder was? Wohin denn jetzt? Doch, jetzt habe ich. Jetzt diese Wichtel hier an. Den Zen-Händler. Warum soll ich den Zen-Händler angucken? Sind die doof? Weil der hier halt die ganzen anderen zum Kaufen hat. Wenn du willst. Will ich aber gar nicht. Er hat auch exotische. Jetzt mit dem Zen-Händler sprechen. Och, Leute. Jetzt habe ich die Mission. Okay, jetzt. Ach, übrigens, jetzt die Mission noch auf. Jetzt mit dem Zen-Händler reden. Ach, du hast das wieder alles schon gemacht ohne mich? Mhm, ist klar. Der rede ich ja auch gar nicht. Da geht unser Shop auf. Jetzt gibt es eine Kiste. Was gibt es eine Kiste? Einen verstärkten Runenstein. Her damit. So, jetzt mit Nox reden. Meine Gott. Wenn man mal das macht, was das Spiel von einem will, dann geht das auch ganz schnell. Nicht wahr? Hat man dir die Eier genommen? Genommen? Du meinst, während des... Weil du so hochsingen kannst. Ja. Eunuchengesang.de. Ich dachte, so, sind wir eigentlich durch hier jetzt so? Wir haben noch nichts gemacht in der ganzen Phase heute. Dafür kann ich ja nichts, wenn du dich andauernd verläufst und ich dir hinterher renne. Wir machen nochmal Nox. Das Zeit haben wir noch. Du kannst ja schon mal loslaufen, wenn ich da mal wieder reinbeame. Wieso kann ich? Danke. Dein Pferd rufen? Ja. Warum du dein Pferd rufen kannst, weiß ich nicht. Ich konnte es nicht rufen, das blöde Viech. Ganz zu hatte irgendwie gewerkschaftliche Pause oder so ein Schwachfug. Es war noch im Stall und popelte in der Nase. Also ich soll... stopp! Ich soll hier... wieder zurückrennen. Wie bitte? Also mein Beamstrahl zeigt nicht zu Nox, er zeigt übrigens wieder in die, Wahrscheinlich hat das Spiel gemerkt, dass du einfach Bock hattest, einfach wild umherzurennen, ohne Sinn und Verstand und sagt, dann soll er das auch tun. Das ist ja fick. Also, okay, also mein Spiel scheint in diesem Fall etwas kaputt zu sein. Ich reite jetzt trotzdem mal zu Nox. Ich weiß ja, wo Nox wohnt und lebt. Und ich weiß, wo dein Auto steht. Ich weiß, wo dein Auto steht, genau. So. Ich bin fast da. Wenn man mal hier vorbeikommt, was man niemals vergessen sollte, einen Segen abholen, wenn man schon einen hat, rennt man einfach weiter. Oh. Wenn man nicht im Straßenverkehr aufpasst, dann rennt man einfach gegen irgendwelche Fehler. Bist du da? Jo. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ist ja toll. Da ihr jetzt einen Gefährten habt, werdet ihr sicher auch schwierigere Aufgaben meistern können. Und wie es der Zufall will, habe ich auch gleich welche für euch. Ich danke dir. Schwierig für 5 EP. Die Seherin. Sprecht mit Sibella in den Gewölben unter dem Tempel von Tyr. Dann machen wir. Katschingel. 100. So, wo zeigt jetzt der Pfeil jetzt hin? Mit Sibella reden. Hast du einen Pfad? Da. Ja. Also, nee. Komm ich nicht. Ich schon. Er sagt, ich soll wieder zurückrennen. Ja, dann folge mir. Und? Ach, da oben. Ich dachte irgendwie raus. Hier geht's zu Sibylla. Ich muss mal kurz hier durch den Thronsaal galoppieren. Ja, bin ich auch. Sag mal guten Tag zum König. Hallo, Herr König. Katsching. Unter so, den... Jetzt aber. Nehmen das wir die Handschuhe. Das war ja wieder eine Roleplay-Geschichte ohne das großartige Action. Geht gleich schon los, pass mal auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.